Mahlzeit. Ich bin hier an der Oder-Grenze zu Polen, genau gesagt in Frankfurt-Oder Hauptbahnhof, wie ihr sehen könnt. Ja, und hier ist gerade eine 185 von Alpha Trains, hat hier gerade vor jenen schönen Kastenexpress gesetzt und kuppelt jetzt an. Die wird also sicherlich dann bald Richtung Westen, sprich Richtung Berlin, sich aufmachen. So, und auf den Gleisen von und zum ehemaligen Bahnbetriebswerk hier stehen 189.004 und dreimal Vectrone von DB Cargo. Und wenn ich hier mal so rumschwenke, da neben der Bahnhofshalle, das Rote, was ihr da erkennen könnt, das ist der Hilfszug Frankfurt-Oder. Also falls es mal zu einer Entgleisung kommen sollte in dem Bereich hier, dass man hier gleich einen Hilfszug vor Ort hat. So, und es ist jetzt von Frankfurt-Oder ein Blick Richtung Osten. Der nächste Bahnhof von hier aus ist auf der einen Seite der Grenzbahnhof Frankfurt-Oder-Oderbrücke, wo es dann nach Polen rüber geht, beziehungsweise dann auch Richtung Eisenhüttenstadt. Ja, und wenn ich dann hier mal so rumschwenke, dann seht ihr da das Ende von diesem Containerzug, den ich euch eben gezeigt habe, mit der 185 von Alpha Trains. So, und dann stehen hier im Bahnhof Frankfurt-Oder jede Menge Odeck Desiros HC, die dann für den Berufsverkehr und als Reserve wieder zum Einsatz kommen. So, und da in der Bahnhofshalle, da steht dann jener Zug, der mich hierher gebracht hat. Und wenn ich dann hier weiter so rumschwenke, dann könnt ihr da wieder den Hilfszug und die Schlange von DB Cargo-Lokomotiven sehen. So, und wenn ich dann hier weiter so rumschwenke, dann habt ihr da noch die Tankstelle ins Bild kommen. So, und das ist dann die Tankstelle hier von der Deutschen Bahn, wo sich dann auch andere Fahrzeuge mit Diesel versorgen können. Ja, und da kommt ein roter Star Trooper. Von Falkenberg Elster über Cottbus hier nach Frankfurt-Oder. So, und da fährt er auch schon ab, der rote Stormtrooper. In Baden-Württemberg gibt es die Züge in Weiß. Da sehen sie wirklich aus wie Stormtrooper. Ja, und eigentlich muss man ganz ehrlich sagen, eigentlich fehlt so ein Zug in komplett schwarzer Lackierung. Das wäre dann die dunkle Seite der Macht. So, und aus Richtung Westen kommt ein Containerzug Richtung Frankfurt-Oder. Der ist von der LTE. Mit 186.945 Attractive Force.
der macht sich jetzt auf Richtung Frankfurt oder Oderbrücke, um dann weiter Richtung Asien zu fahren. Denn derlei Container habe ich schon mal auf so einem China-Zug im Video gesehen. So, und hier ist der Eurocity aus Berlin eingefahren, Richtung Warschau geht der. Und der hat 370.010 dran und die macht für diese wunderschöne Katze namens Garfield Werbung. Weil da gibt es wohl einen neuen Kinofilm. So, und wie sich das für eine Garfield-Werbung gehört, ja, vor dem Kater natürlich auch die Großpackung Lasagne. So, und da fährt er auch schon ab. Und das ist der Eurocity 47. Mit ja, knapp 5 Minuten Verspätung. Eisenbahn in Frankfurt oder gibt es auch hier noch eine Straßenbahn. Und hier kommt gleich der Tatrawagen 208 entgegen. Auf der Linie 4. So, und wenn ich hier hochschwenke, dann steht gefühlt hier oben, dann steht hier oben gefühlt der ganze Fahrzeugpark der Delta Rail, nämlich angefangen mit 143 650, gefolgt von 143 145. Dahinter ist dann nämlich jene Maschine 143 972 dahinter ist dann die 143 974 so und dahinter ist dann ansatzweise noch zu sehen die 143 559 Die 143.001 der Delta Rail, die ist ins Ausbesserungswerk nach Dessau gebracht worden. Die wird einige ihrer Teile spenden für eine andere Maschine von Delta Rail. Und die Lok selbst, also die 143.001, die wird, denke ich mal, dann nur noch als tote Hülle ein stilles Denkmal bilden, weil der Zustand der Lok soll wohl nicht der beste sein, wie ich gehört habe und gelesen habe. Ja, und ich muss mich korrigieren, die vorletzte Maschine ist nicht die 143 974, wie ich ursprünglich gesagt habe, sondern die 143 864. So, und auf Gleis 8 ist hier jetzt so ein Güterzug eingefahren. Der wird auch Richtung Polen weitergehen. Vorne dran hängt eine 185. Die war aber mir zu langweilig. Interessant ist das, was am Ende hängt. Nämlich einmal jenen Wagen und der dahinter. So, viele von euch haben die sicherlich schon mal gesehen, aber so richtig, ja, weil die Frage immer wieder kommt, wofür sind diese grauen Wagen mit den grünen Türen? Nun, das sind Wagen, Begleitwagen für Personal, wenn
Militärtransporte befördert werden. Sprich, da sitzen dann die Fahrer der Fahrzeuge drin, Wachmannschaft, ähnliches. So, und diese Wagen haben unter Flur ein Stromaggregat angeordnet, womit sie sich Strom dann selber erzeugen können, damit sie dann Saft unter anderem ja für eine Klimaanlage haben, die diese Fahrzeuge haben. Dann gibt es hier so einen Küchenabteil drinne, so dass man sich da dann mal Kaffee machen kann und ähnliches. Also insofern, die sind für die Militärzüge. Die sieht man, wenn die überführt werden, auch nur in Güterzügen dranhängen, entweder vorne, Mitte, hinten, so wie jetzt hier auch, und sonst halt in Militärzügen. Da ist es dann meistens so, dass die, ja, also ich habe sie bisher immer nur hinter der Lok direkt gesehen. Mag sein, dass die auch an anderer Stelle im Zug eingereiht werden, aber wie gesagt, das sind die Militärbegleitwagen. So, und aus Richtung Oderbrücke kommt jetzt hier ein Kesselwagenzug angefahren. Geführt von 186, 141 der Railpool. Der Kesselwagenzug, der hat 30-12-02 geladen, das heißt also entweder Heizöl oder Diesel. Interessant an dem Wagen hier sind die Drehgestelle. Das ist so eine Bauform, Bauart Minden-Deutz und dann irgendeine Nummer dahinter. Konstruktionsstand 50er Jahre. Die Nachfolgebaureihe war eigentlich dann dies Drehgestell. Ja, und nach diesem Drehgestell kam dann ja das Y25 Drehgestell. So, und das Y25 Drehgestell, das ist dieses hier in der Standardausführung. Das Drehgestell dieser Bauart gibt es auch in unterschiedlichen Unterarten. Ja, also da kann man mal ein eigenes Video zu machen. Ach nee, brauche ich gar nicht. Wen das interessiert, der geht einfach mal auf die Seite vom, der nennt sich der Silberlink, so wie diese ehemaligen Wagen, und der hatte mal schöne Videos zu diesem Thema Drehgestelle gemacht. So, und hier stehe ich jetzt in der Bahnhofshalle und hier kommt Cargonaut aus Polen, ebenfalls mit einem Spritzug vorbei. Heizöl oder Diesel, also 30-12-02. Und der fährt hier durch. Jetzt hat Einfahrt der EC59 von Berlin nach Gdynia, und da ist eine Beacon 193 vor, nämlich die 794.
So, und die Lok vor dem Zug, der die beiden Militärbegleiterwagen am Ende hat, das ist die 185-149 hier im Bild. Und der Kollege, der wartet jetzt drauf, dass er seinen Slot kriegt, um nach Oderbrücke in den Bahnhof einzufahren. So, hier kommt die RE1 nach Erkner. So, und aus Richtung Berlin kommt der nächste Containerzug hier durchgefahren. Mit einer Vectron, und zwar ist das die RTB Cargo, gemeinsam durch Europa, und das ist die 193-791. So, und da ist er auch schon weg. Und da habt ihr dann nochmal ein großes Bild von dem Hilfsgerätewagen hier in Frankfurt-Oder. So, und hier ist jetzt die nächste RB43 aus Frankfurt, nach Frankfurt-Oder eingefahren. Und zwar von Falkenberg-Elster über Cottbus-Guben. Und der Zug fährt dann auch wieder zurück. Ja, und wenn ich mir die Kopfform so angucke, ja, es ist und bleibt ein Stormtrooper. So, und kaum schaut man mal nicht hin, da kommt dieses doppelte Pärchen 152er hier angefahren von Hamburg aus dem Hansaport. Der ist beladen mit Eisenerz, und dieser wunderschöne Innofreit Containerzug geht nach Eisenhüttenstadt ins dortige Stahlwerk. So, und da drüben kommt eine PKP Vectron mit einem Containerzug aus China an, und ja, wohin der weiterfährt, kann ich euch nicht sagen, da ja hier ein Teil der Container im Containerterminal Frankfurt-Oder umgeschlagen wird, kann es auch sein, dass der Zug hier verendet. So, noch steht er nicht drin und noch kann ich das Ende da hinten nicht sehen.
Ja, und da wird er ja dann links von der Odeck verdeckt. So, und die 185, 149 mit diesem Militärbegleiterwagen, die hat aufgeschaltet und die kann jetzt runter Richtung Oderbrücke. So, und da hinten ist auch das Ende des Zuges in Sicht. Und da kommt auch schon die 185 ins Bild. So, hier dann noch mal ein bisschen was zu den Wagen. Diese Freight-Containerwagen sind 22,5 Meter lang, bestehen aus zwei Wagenhälften, die in der Mitte mit so einem Rohr fest verkuppelt sind. Ja, und dieser Wagen hat in der Streckenklasse D4 ein maximales Traggewicht von 143,4 Tonnen, verteilt auf je zwei Wagenhälften, macht also über 70 Tonnen pro Wagen. So, mit dem Eigengewicht des Wagens, welches ja unten im Bild eingeblendet ist, kann sich ja dann jeder ausrechnen, wie hoch die Achslast maximal sein kann. So, und der Eisenerzbomber, der muss hier noch warten, denn er verlässt ja die Außengleise und geht dann auf die Innengleise Richtung Guben-Cottbus weiter, während der Eurocity, den ihr hier im Bild seht, ja von den inneren Gleisen auf die Außengleise Richtung Oderbrücke geht. Also sprich, da eine Kreuzung stattfindet und da hat halt der schnellere, sprich der Eurocity, Vorrang. So, der Eurocity hat seinen Abfahrauftrag bekommen. Und er fährt jetzt los. Das ist die 193-639. Und das ist der Eurocity 49. So, jetzt wird gleich von hinten ins Bild die Regionalbahn nach Königs Wusterhausen fahren. Die ist hier eben gerade in Frankfurt-Oder gestartet. Auch der kreuzt den Fahrweg des Eisenerzbombers. Und wenn der durch ist, dann dürfte der sich in Gang setzen.
Ja, die Strecke Frankfurt-Oder, Königs-Wusterhausen, die wird durch die Niederbarnimmer Eisenbahn betrieben und die fahren weitestgehend mit Triebwagen der Baureihe 650 auf dieser Strecke. So, der Erzbomber steht immer noch da. Jetzt kommt gleich die RE1 nach Cottbus ins Bild gefahren. So, aber jetzt gehe ich mal tatsächlich von aus, wenn der durch ist, dass er dann hinterher fahren darf. So, und aus Richtung Oderbrücke kommt Eurocity nach Berlin. Mit 370.005. Das ist der Eurocity 48. So, und da kommt noch ein 650 aus Königs Wusterhausen. Ich hoffe, es geht dann los für den Erzbomber, weil der hatte eben hier die Bremsen zwischen lassen. So, und Frankfurt-Oder-Oder-Brücke kommt die LTE 193-218 LZ ohne Wagen. So, und jetzt darf er endlich abfahren Richtung Eisenhüttenstadt.
So, und da ist er weg und das ist auch mein Stichwort. Ich wünsche euch was, haut rein und bis demnächst in diesem Kino.